Pulli. Heute ist unser letzter Tag unserer New York-Reise. Wurde sogar um 2 Tage verlängert, weil unser Flug gecancelt wurde wegen dem Streik in Berlin. Und da dachten wir, machen wir noch eine letzte Foodtour und machen 3 Klassiker. Heute gibt es einmal ein ganz klassisches amerikanisch-italienisches Sub, Italian Hero auch genannt. Es soll auf jeden Fall einer der 10 besten Delis sein hier in New York. Und danach geht es erstmal noch ein letztes Mal New York Slice Pizza essen und ein Sicilian Slice. Also ein quadratisches und ein normales. Und am Ende gibt es nochmal eine Empfehlung von einem Kumpel von uns, von Carlo. Brandon und Car, also George Motz, da waren auch schon alle Burger-Nerds da. Der ist eigentlich spezialisiert auf ein Beef-Sandwich und kann mir ehrlich gesagt selber jetzt noch nicht so viel, ich habe die Bilder gesehen, geschmacklich noch nicht so viel darunter vorstellen, aber wir lassen uns überraschen. Wir fangen jetzt an mit Del Fontes. Man muss dazu sagen, diese Sandwiches sind halt wirklich wie bei Subway, aber halt sind halt massig belegt und die sind halt meistens so dick wie, so groß wie unsere Unterarme. Wir haben ein paar Sachen nicht aufgenommen die letzten Tage, weil man da nicht filmen durfte. Wir haben auch 2 Tage Urlaub gemacht, genau. Was Kaffee? Für einen amerikanischen Filterkaffee, ne? Das ist nichts für so Kaffeepussys wie mich. We was also already at Pipos, but this is the best one. Thank you. Really great. Thank you. Thank you. Thank you. Good. Good. You like it. Really good. Aber ich meine, wenn es nur annähernd sowas bei uns geben würde und ich nicht so danach auf meine Figur achten müsste, würde ich mir wahrscheinlich einmal die Woche so ein Ding holen. Sieht auf jeden Fall sehr mächtig aus, muss ich sagen. Mhm. Aber das Brot schlingt sich perfekt um die ganzen Inhalte. Also sieht nicht danach aus, als würde viel rausfallen. Mhm. Wow. Mit dem frischen Gemüse unten und den ganzen Wurst, dann ist echt geil. Richtig lecker. Auch wirklich nicht zu viel Käse oder Wurst. Und unten mit dem eingelegten Gemüse. Und das passt perfekt. Ist auch nicht zu salzig. Nee, auch nicht zu sauer. Ganz leicht eingelegt. Ganz, echt extrem gut. Die Salami ist lecker. Ne? Die ist so ganz, ganz mild, aber trotzdem schön fettig, nicht zu fettig. Echt lecker. Richtig gut, perfekt. Wie so ein griechischer Salat ohne Feta im Brot mit so Wurst und Käse. So. Das ist etwas, wir haben ja in Deutschland sehr viele italienische Einwanderer und eine sehr große Community. Bei mir fallen wenige Sachen ein, wie hier in den USA, wie etwas wie das New York Pizza Slice, was wir gleich nochmal probieren, oder so ein Sub. Irgendwie, das ist ja nicht vergleichbar mit was in Italien, das ist ja eine ganz eigene Kreation. Sowas haben wir irgendwie nicht richtig, also so eigene Kreation, also so... Was wäre denn jetzt so eine richtige deutsch-italienische Kreation? Have a nice day. Bye. Kleine paar Planänderungen. Wir fahren jetzt doch zum Burgerladen, weil der näher ist. Und dann gibt es zum Abschluss Pizza. Es geht jetzt an den Arsch der Welt von Brooklyn, Brighton Beach. So, also wir sind jetzt bei Brandon and Car. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert noch über den Laden. Der ist spezialisiert nicht auf Burger, sondern auf Hot Beef Sandwich, also Roast Beef Sandwiches. Und der Stammkunde, habe ich gelesen, der bestellt es in 3 Varianten. Es gibt das Dingle Dangle. Beim Dingle Dangle wird nur das Fleisch in Brühe eingetaucht, das Brot bleibt trocken. Dann gibt es das Double Dip. Da wird sozusagen das Brötchen, also wird das ganze Sandwich einmal in Brühe gedippt. Und dann gibt es den
Fork and Knife Job, FGK. Das heißt, dass das komplett mit Brühe übergossen wird und eingedippt wird und man es nur mit Messer und Gabel essen kann. Ich habe jetzt lange nachgedacht. Wir nehmen das Erste, weil das andere ist, glaube ich, einfach zu pervers. Ich bin auch wirklich gespannt. Ich habe den bei George Motz natürlich schon mal im Video gesehen. Ich muss ehrlich sagen, dass dadurch, dass Carlo jetzt gesagt hat, wir müssen unbedingt hier hin. Okay, krass, machen wir. Weil der stand nicht so auf meiner Liste, weil ich irgendwie... Ja, der sieht halt sehr, sehr altbacken aus. Reinspaziert. Also ein Cheeseburger. Einen klassischen, auf jeden Fall. Und ein Hot Roast Beef Sandwich. Genau. Und wollen wir einmal Beef Broth extra nehmen und einmal French Fries? Können wir machen, auf jeden Fall. Ja. Das hat ja auch mal wieder nur 5 Minuten gedauert, das Essen. Boah, die schmeckt wirklich wie eine Konsumé. Wir haben uns noch eine Brühe bestellt. Die Rinderbrühe extra. Boah, die schmeckt endkrass. Die schmeckt wirklich wie eine Konsumé. Ja, und das sieht auch so klassisch Roastbeef, weiches Brötchen. Bisschen eingeweicht. Noch so leicht rosa. Also es ist auf jeden Fall sehr zart, sehr mild, also es ist wirklich gar nichts drauf. Nur noch ein Pommes. Die sind perfekt. Sehr salzarm. Ich finde, man braucht die Brühe daneben. Man müsste es nochmal so reindippen. Mal probieren. Dann ist es noch geiler. Aber es ist sehr plain. Also mir persönlich werden ein Gürkchen oder ein paar Zwiebeln würden mir ganz gut tun. Oh, guck mal, das Brötchen. Das ist ja auch mal geil. Oh, der sieht aber auch gut aus, ne? Der sieht so. Der sieht aus, als, die Unterseite fühlt sich an, als wäre die auch in Brühe eingedippt worden. Sehr lecker. Ich muss aber ehrlich sagen, für meinen Geschmack hat mich jetzt nichts hier vom Hocker gehauen. Ich würde jetzt im ersten Moment denken, ich würde jetzt nicht nochmal extra hierher fahren. Aber es ist alles sehr lecker. Also man merkt auch, das Beef Patty ist hier irgendwie ein bisschen anders, als wir es sonst überall hatten. Es ist auf jeden Fall etwas, was man mal machen kann, aber irgendwie, vielleicht ist es auch die falsche Uhrzeit, ich weiß nicht. Aber so ganz weich, ja, unten ist wirklich, als wäre er im Brühe eingekocht, war. Mhm. Sehr lecker, aber nicht aufregend. Also einfach ein simpler, richtig guter Burger. Genau. Sehr amerikanisch mit diesem weichen Brot. Vielleicht ist lecker. Aber ja, einfach ein solider, guter Burger, würde ich sagen. Vielleicht die Location macht es ein bisschen aus hier. Mhm. Dieser alte Flair und so ist echt geil. Sehr simpel, die gleiche Karte wahrscheinlich wie seit 70 Jahren. Schmeckt wirklich wie eine gute französische Konsumier, muss ich sagen. Mhm. Sehr lecker. Wie eine gute Kaffee, oder? Ja, schon lecker. Pervers aber auch. Ja. Ist schon echt sehr aufgeweicht. Sag du mal, was haben wir jetzt genommen für eine Art Dingle Dangle? Dingle Dangle. Dingle Dangle Sample. Das jetzt so noch nie gegessen mit diesem krass aufgeweichten Brot, aber die Brühe dazu braucht es schon, damit es so eine Kraft kriegt. So. Sonst ist es sehr plain, aber solides Sandwich auf jeden Fall und sehr pervers, weil alles so feucht ist, deine Hände ganz nass sind, so von der Brühe und ein bisschen kleben und so. Ist ein bisschen wie eine Semmel, oder? Mhm. Wie eine weiche. Persönlich, ich finde die Brühe am allerbesten von allen Sachen. Und, aber ich muss noch sagen, wenn ich hier jetzt um die Ecke wohnen würde, würde ich hier bestimmt öfter hinkommen. Ich würde nur keine Stunde extra fahren, immer. Ich muss sagen, im Nachhinein war das richtig, richtig lecker. Ich habe noch das ganze Sandwich verputzt, obwohl ich eigentlich schon total satt war. Und es wurde mit jedem Biss besser. Und ich bin mir am Ende auch nicht mehr ganz sicher, ob die Säure von dem Reifungsprozess vom Fleisch kam. Es könnte auch daran liegen, dass die Brühe etwas säuerlicher gekocht war. Also dass von dem Fleisch und so säuerlicher Geschmack abgegangen ist. Das kann auch sein. Ich muss sagen, am Ende, so, ich revidiere meine Meinung auch noch mal ein bisschen. Ich fand es mega, mega krass. Und das ist, man merkt, dass es ein richtiger Familienbetrieb auch dort ist. Und irgendwie ist dort auch alles wie in so einem Film irgendwie. Es ist also, man muss das unbedingt gemacht haben andererseits. Und ich glaube, die am Nebentisch, wir haben den Burger einfach Cheeseburger bestellt. Wenn man hier einfach einen Cheeseburger bestellt, dann kriegt man einfach nur Brot, Fleisch und Käse. Und wir haben natürlich nicht dazu gesagt, dass wir eigentlich noch Pickles und vielleicht ein Zwiebelchen wollten, weil der Tisch nebendran hat gleich 2 Cheeseburger mit Zwiebel und Pickles bestellt und hat halt mit gebratenen Zwiebeln und Pickles bekommen. Und der Burger sah halt auf einmal voll krass aus. Und ich glaube, das haben wir auch so, naja, für jeden Geschmack halt. Trotzdem war er mega lecker so. Also end der krasse Laden. Jetzt sind wir schon auf dem Weg zu unserer letzten Station. Wo geht's jetzt hin, Kyle?
Sulla Industria Pizzeria? Keine Ahnung. Er hat es fast erraten. Ich habe bei Google Maps geguckt. Genau, es heißt Lindustry Pizza. Lindustry heißt mit L nur abgekürzt. Genau. Dann haben wir auch genug Teig für diese Reise und Fleisch. Alles. Ja, wir haben jetzt erstmal vegetarisch gelebt, oder? Ja, ja. Normalerweise ernähren wir uns auch nicht so. Kein Fleisch. Wir sind angekommen an unserer letzten Station heute. Wir sind nicht, wie ihr seht, bei Lindustry Pizza. Wir sind bei der Pizza von Frank und Frank. Und dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Frankie's Pontinos, das ist das Restaurant hier nebendran. Man könnte sagen, hier hat alles angefangen bei uns. Also als Kai und ich in Wolfsburg waren, haben wir ja ziemlich viel aufeinander gehangen und haben auch viel zusammen Videos geguckt und so. Und da sind wir auf das von Munchies gestoßen. Frank und Frank, die Franks hieß es. Und wir haben das richtig durchgesuchtet, weil die waren auf der... Es ist einmal Frank Castronovo und einmal Frank Falcinelli. Das ist halt so ein Duo, die kennen sich quasi aus der Kindheit. Und die haben uns gezeigt, dass man auch aus Freundschaften ein Geschäft aufbauen kann. Und die haben quasi... Die sind Lokalmatadore hier in Brooklyn, Williamsburg. Die haben hier ein Restaurant, die haben da vorne ein Restaurant. Die haben hier eine Pizzeria, die haben noch ein Steakhouse, ein kleines hier irgendwo drüben. Aber ich weiß gar nicht, ob die es noch haben. Hier in dem Hof, da machen die zum Teil Veranstaltungen. Da war schon René Redzepi, da waren irgendwelche Sterneköche von überall aus der Welt. Und jeder in der Szene kennt die. Und das sind auf jeden Fall so, das sind die bekanntesten, lustigsten Gesichter der Gastronomie, kann man sagen. Und zwei Buffer vor dem Herrn auch, aber... Die haben einfach so geile Konzepte. Wir haben es leider nicht ins Restaurant geschafft. Darum dachten wir, bevor wir Lindustry Pizza machen, machen wir jetzt mal Frank und Frank und machen hier den Abschluss. Ich weiß. Freund. Was sagst du? Sieht sehr gut aus. Bisschen anders als die anderen Pizzen, oder? Findest du nicht auch? So vom bisschen luftiger, oder? Ja, so ein bisschen italienischer fast. Ja, finde ich auch. Also sie sieht aber auf jeden Fall sehr gut aus. Die steht auch wieder wie eine 1. Da ist der Mozzarella im Gegensatz zu den anderen breit gefächert da drauf, ne? Nicht so fein gerieben. Nicht so in so knappen, sondern in so dickeren Stücken. Kommt mir allgemein ein bisschen dicker und reichhaltiger vor als die anderen, die wir gegessen haben bis jetzt, ne? So ein bisschen, oder? Schon, ja. Also, wirkt für mich so ein bisschen käsiger, noch ein bisschen schwerer als die anderen, also aber ziemlich geil. Aber probier auch gleich mal das Square, please. Die wird dir gefallen. Aber ich kann jetzt schon sofort sagen, nach den beiden Bissen, dass wir auf jeden Fall die Fahrer, Scars und Prince Street Pizza die drei krassesten bis jetzt waren. Besser als hier? Tausendmal. Ja. Also weil das ist eher... Den dreien am besten bis jetzt? Boah, das ist so schwierig. Obwohl Scars, ich fand einfach die Fahrer am krassesten. Fand ich bis jetzt die hatten auch. Die, besten, die hatten das beste Regular, die hatten das beste Margarita Slice und die hatten die beste Squared Pizza. Die war wie die Erfindung, also wie der Vater der Squared Pizza so ein bisschen war. Das war wirklich wie der, also so wie der Erfinder, weil hier sind das immer sehr luftige Teige und bei die Fahrer, bei dem Original ist das eher wie so ein Zwiebelkuchen, ja. Ich finde sie ja richtig geil, weil sie so luftig ist. Mhm. Also für meinen Geschmack, aber die anderen waren auf jeden Fall noch perverser. Aber hier passt es auf jeden Fall, das Verhältnis auch sehr gut, muss ich sagen, zwischen der Luftigkeit, der Salami und oben so diese Tomate, ist alles nicht ganz so süß wie die anderen auch. Es ist alles nicht ganz so gezuckert. Also mir persönlich schmeckt es sehr gut. Und es ist auch nicht so dieser New York-Style. Kein Snack, ne? Es ist halt für sozusagen für die Sicilian Slice. Man stellt sich dieses sizilianische Stück, finde ich, immer noch im Kopf, stelle ich mir das, weil wir als erstes bei die Fahrer waren, stellt man sich das halt im Kopf so ein bisschen so vor, die ganze Zeit, wie so ein Zwiebelkuchen. Darum ja, genau. Hat man die ganze Zeit, aber das Typische, also alle machen so luftige, ich habe das Gefühl, die Fahrer war so eine Ausnahme, nur diese ganz oldschooligen machen. Aber nicht so hochluftig. Nicht so hoch, nein, der war so kross sind alle. Und ölig, ja, nicht so hochluftig, genau. Da fand ich auch, das sizilianische Stück bei Prince Street Pizza war das krasseste von allen bis jetzt. So. Weil das war halb so hoch nur.
Das stimmt. Ja. So endet unsere Reise hier irgendwie. Ein bisschen demütig guckt man natürlich drauf zurück. Aber wir kommen nochmal zurück. Wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück. Es war auf jeden Fall so viele Highlights dabei. Und dieses New York Slice Pizza Ding jetzt auch nochmal zum Abschluss. Da kann man nochmal eine ganze Reise nur dafür machen. Also das ist nochmal eine Wissenschaft für sich. Und ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, das ist so komplett amerikanisierte Pizza. Die hat so eine krasse Daseinsberechtigung als eigenständige Pizzaform, wo ich sagen müsste, das müsste in jedem Land diese New York-Style-Pizza-Kultur und diese Square-Size noch viel stärker verbreitet werden. Wir werden jetzt mindestens 3-4 Mal im Jahr kleine Kurzreisen unternehmen, längere Reisen und versuchen das immer auch alles auf Video festzuhalten und euch unsere Eindrücke so ein bisschen näher zu bringen. Also macht euch auf vieles gefasst. Ja, die Videoqualitäten in diesem Vlog waren natürlich wahrscheinlich unter aller Sau. Aber wir hatten auch alle drei keine Erfahrung und dachten, haben uns jetzt eine Kamera geholt und probieren es jetzt einfach aus. Vielleicht machen wir es nächstes Mal ein bisschen professioneller, aber freuen auf jeden Fall uns drauf, noch ein bisschen präziseren Content zu machen. Wir wollen vor allem euch so ein bisschen die Sicht von uns aus. Das sollen keine Wertungen, wir machen keine Rankings und so, auch wenn wir sagen, welche wir am besten fanden. Aber es geht da nur darum, Neues kennenzulernen. Und eins muss man sagen, hier war alles krass, was wir erlebt haben. Und jeder Laden hatte was für sich. Und ich sag's so ungern, aber also, da haben wir noch ganz schön viel nachzuholen bei uns.